Okay, so. Schönen guten Abend, liebe Teammitglieder von Deutschland. Vielleicht auch Österreich-Schweiz. Auch die Leute, die die Aufnahme angucken. Auch sehr gut. Live ist immer besser, aber ja, doch richtig gut, um die Aufnahme anzugucken. Wir sind hier, das ist heute Dienstag, 16. Januar 2024. Happy New Year, everybody. Ich weiß, wir haben dieses Samstag ein wichtiges Event von der Corporate. Die Katha ist auch hier. Vielleicht kann ich später noch ein bisschen erklären, das Event in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Aber wie gesagt, einige wissen das schon. Der Sander von Amsterdam ist hier zusammen. Auch die Jessica ist auch dabei, weil wir haben ein wichtiges, wie sagt man, Nachricht? Ist das ein richtiges Wort? Ja? Okay. War einige Mal pro Jahr. Da passiert etwas, das ist sehr spezial. Sehr, sehr, sehr spezial. Und man kann das nicht vergessen, man muss das kommunizieren, weil das ist auch, wir machen Spaß miteinander, wir machen Training miteinander. Und wenn jemand von unserem Team irgendwo hat Erfolg, hat etwas Spezielles erreicht, dann machen wir allen zusammen wie ein Team ein großes Shoutout, ein großes Hey, hey, hip, hip, hooray. Und heute hat er etwas sehr Spezielles passiert. Und die Katha hat mir ein bisschen Info gegeben. Die hat gesagt: Sander, ich werde diesen Freitag bestätigen, weil Freitag habe ich meine monatliche Spotlight-Anerkennung, die Recognition Call, mit den Top-Einkommen-Earners und die Leute, die haben etwas erreicht mit dem Vergütungsplan oder die Teambuilder-Boni-Pool und so weiter und so fort. Aber die Katha hat gesagt, ich habe sehr etwas Wichtiges. Die hat mir erzählt, ich habe gesagt, really? Boom! Da bin ich so, so happy, so stolz, so excited. Und ich habe die Katha gesagt, Katha, darf ich die Person sein, die als erstes kommunizieren kann zum Call? So, hier kommst. Diese Freitag werde die Katha in die Spotlight-Anerkennung-Call kommunizieren, die Top 5 Einkommen-Earner in Deutschland. Und normalerweise, wir haben, das ist jeden Monat ein bisschen anders, aber wir haben verschiedene Leute, die regelmäßig in die Top 5 Einkommen-Earners dabei sein. Platz 5, 3, 2, 4, 2, 3 und so weiter. Aber was hat passiert für die Umsatzmonat? Hier kommt's. Für die Umsatzmonat Dezember 2023 ist da eine neue Nummer 1 Top-Einkommen-Earner in Deutschland. Und ich möchte sagen, lass uns allen ein großes Shoutout geben zum die Claudia Paulsen, die Nummer 1 Einkommen-Earner in Deutschland. Claudia Paulsen! Echt? Herzlichen Ja, Glückwunsch. Nihal, echt. Ja. Echt? Ist das echt? Hammer. Ja, das ist echt. Hammer, genial. Claudia, ich muss sagen, bevor ich die Mikro übergebe. Claudia, ich habe mit Jessica darüber gesprochen, diese Mittag nach meiner Call mit die Katha. Katha, danke für die Info. Ich weiß, du machst das offiziell bestätigen am Freitag. Aber Claudia, die Jessica und ich, wir sind beide so stolz. Du hast so viel Leidenschaft, Leadership. Du unternimmst immer Initiativ, du bist immer leading by example, du machst die Unterstützung nicht nur für ihre eigenen Partners, aber auch die alle Leute in ihrer Gruppe, auch die Gruppe von die Sidelines. Weil ich weiß, du und Rebecca Pfeiffer zum Beispiel, du machst sehr viel zusammen. Ebenso, du bist ein Sideline von meinen anderen, ja, in die ISAFIT Community, aber und das macht so viel Spaß. Das bringt Erfolg und wir müssen auch sagen, immer noch, Claudia und zum alle Teammitglieder hier und die Aufnahme gucken, immer noch, das ist der Anfang von etwas, das würde entwickeln in die nächsten 5 bis 10 Jahre zum etwas Potenziales sehr, sehr, sehr Großes. Aber was du jetzt hast gemacht, in die letzten Monate 2023, du bist jetzt die Nummer 1 Einkommen-Earner in Deutschland und I know, dass dieses Samstag in Düsseldorf mit das Event, jedermann, die da ist, die werden die Claudia ein Whatever geben und sagen, Claudi, gut gemacht, nehme die Foto, nütze die Marketing bei Association. So, Claudia, kurz gesagt, sehr gut gemacht. Wir sind sehr, sehr, sehr stolz und auch dankbar für unsere Partnership. Claudia.
Danke, Sander. So viele liebe Worte. Ich bin total geflasht, ehrlich gesagt. Also, ich muss gestehen, ihr wisst alle, das war mein großes, großes Ziel. Und ich habe letztes Jahr echt viel dafür getan und viel gearbeitet und wirklich immer dieses Ziel vor Augen gehabt. Und als die Katharina, ich war mitten im Personal Training und sie hat nur geschrieben, ich habe tolle Neuigkeiten, Nachrichten. Und habe ich immer so, ich konnte ja schlecht das Handy während dem Arbeiten aufmachen und habe immer nur die Vorschau gesehen. Und oh, ich krieg Gänsehaut. Und irgendwann habe ich dann die nächste Nachricht gelesen. Also ich muss da jetzt reingucken, ja. Und dann bin ich in meiner Lounge rumgesprungen. Da war mir alles egal. Ich habe mich so gefreut, weil es war einfach so. Ich habe immer gedacht, irgendwann muss das mal klappen. Und ich habe mich echt gefreut. Und das natürlich alles auch dank euch, ja. Also ohne Team kommt man da nicht hin. Also ich habe da sonst keine Erklärung für, weil das muss halt auch aufgrund des Teambuilder-Bonuses passiert sein, bestimmt nicht aufgrund der Cycles alleine. Und deswegen auch ein ganz, ganz riesengroßes Dankeschön ans Team, an die Zusammenarbeit. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das Event war so toll, wie wir zusammengearbeitet haben, wie wir da wirklich ja, zusammen alles erarbeitet haben und das alles, was da zurückkam, das hat mich schon so gefreut, da war ich schon so glücklich und jetzt ist natürlich nochmal ein Top, einfach eine mega Motivation und ich freue mich riesig. Ich weiß nicht, ob ich mich das letzte Mal so gefreut habe über eine Nachricht. Also vielen, vielen Dank. Jetzt kann es weitergehen. Noch Ja, motivierter. du hast es gut gemacht, Claudia. Und wie gesagt, das ist ein Team, Leistung und die Energie im Team, die Commitment, die Loyalität in das ganze Team ist sehr bewundernswürdig. So, man kann das anschauen und sagen, ja, wir machen das richtig gut. Die Foundation, das Fundament für das Ziel für die nächsten 5 bis 10 Jahre, richtig gut. Nicht nur für Claudi, aber für jedermann, die jetzt in die Gruppe dabei ist. Die Timing ist richtig gut. Bevor wir weitergehen, weil ich weiß, wir haben einige Thema, aber ich möchte auch gern ein bisschen die Gelegenheit geben, 1, 2 Minuten für die Katha. Katha, die bist auch hier. Für die Leute, die Katha noch nicht kennen, das ist die Sales Manager, Senior Sales Manager für die Dachländer. Katha, kannst du mir hören? Bist du muted? Ja, ich danke dir, Sander. Und Claudi, also dieses ganze Feeling, was du hattest, also Gänsehaut, Congratulations wirklich von meiner Seite, weil als ich die Nachricht gehört habe und ich wusste, dass es dein Ziel ist, ich habe nur darauf gewartet, wann es dann wirklich soweit ist. Und da habe ich gedacht, so heute Morgen, als mich Nicole anrief und sie sagte, Katha, du glaubst es nicht. Also auch im Büro, unserer Corporate-Seite ging es, Claudia hat es geschafft, weil wir haben drauf gewartet. Und ihr wisst, ihr müsst am Ball bleiben. Das ist, jede Monat ist eine neue Challenge. Aber das, was jetzt erschaut, wir hatten heute. Das Resultat davon ist ich habe es im Dezember gemacht und es im Dezember erreicht. Du hast schon Monate davor angefangen, darauf aufzubauen. Und ihr wisst, Vorarbeit ist alles. Das muss immer wieder neu gefestigt werden. Aber ihr seid wirklich auf dem besten Weg. Und euch als Team zu erleben und nochmal hier dabei sein zu dürfen, ist für mich auch wirklich eine Ehre, weil ich wachse mit euch und ich bin so froh, dass ich das auch jetzt geschafft habe. Mein Mann liegt mit den Kindern im Bett und ich genieße jeden Moment mit euch und macht einfach weiter so. Macht weiter so. Ich bin an eurer Seite. Ich helfe und unterstütze, wo ich kann. Sander, danke für dich als Mensch, der das Ganze hier leitet, weil ohne dich wären die Mädels und Jungs nicht dort, wo sie jetzt sind. Und ich bin wirklich glücklich, dabei sein zu dürfen und euch auf eurem Abenteuer zu begleiten. Herzlichen Oh. Glückwunsch an euch alle. Danke, danke, Katha. Und viele von uns werden auch diesen Samstag in das Event in Düsseldorf dabei sein. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich habe gehört, da sind noch einige Möglichkeiten, um Last-Minute-Tickets zu kaufen. So, da ist noch einige Plätze, die sind noch frei. So, wenn jemand sagt, hey, ich habe noch einen neuen Interessent oder ich habe noch ein neues Teammitglied oder ein Familien oder ein Partner, da sind immer noch Möglichkeiten. Und die komplette Firma ist da, war nicht nur die Katha ist da. Ich habe auch gehört, das Management-Team das Hubbro in England ist auch dabei. Ebenso der Marcel, das ist der Country Manager für Holland und Belgien und Skandinavien, die ist auch dabei. Unsere gute Freund von Belgien, der Michael, ist dabei. So, das wäre ein sehr, sehr, sehr gutes Möglichkeit, um verschiedene Leute auch kennenzulernen.
bei das Event. So, Katte, danke. Ich werde jetzt sagen, ich übergebe die Mikrofon Miss Rebecca Pfeiffer. Fangst du weiter an? Ja, also, ja, eigentlich fängt die Claudia an. Ich fange an. Oh, gut, ja, also ich fange an, ja. Gut. Dann, wir haben ja heute das Thema. Die Claudia hat heute sich ganz viel Mühe gegeben, ein paar Rechenbeispiele euch zu zeigen anhand des Marketingplans, was man wie verdienen kann. Und ich gehe jetzt eine Checkliste durch. Die haben wir im Teamtraining oder auf dem Teamtraining in Koblenz schon besprochen. Und die gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz durch. Das Ziel ist einfach, und das war witzig, weil ich heute echt dazu auch ein paar Nachrichten bekommen habe, und zwar Thema Fokus. Ja, dass wir einfach vielleicht selber uns täglich ja einfach. Ja, das war einfach schauen, hey, was habe ich die Woche eigentlich gemacht? Ja, und ich habe eine Liste erstellt, eine tägliche Checkliste, beziehungsweise ich habe die übersetzt, ja, weil das ist die Checkliste von den Niederländern und Belgiern, die sehr, sehr erfolgreich zusammengestellt haben. Und das sind tägliche To-Dos drauf, weil es einfach super wichtig ist, zu wissen, was habe ich wirklich gemacht diese Woche oder diesen Monat, weil wir haben alle Ziele, wir alle wollen irgendein gewisses Ziel erreichen und manchmal fragt man sich am Ende des Monats, hey, warum habe ich keinen Neukunden oder warum habe ich keinen neuen Partner oder ja, mir fehlen noch zwei Kunden am Ende des Monats, ja, für meinen Pool-Manager, für den Teambuilder-Bonus und deswegen ist es einfach super wichtig, dass wir alle, ich spreche da auch zu mir, ja, dass wir alle wirklich tracken, mit wie vielen Leuten habe ich gesprochen, was habe ich gemacht. Wir gehen jetzt mal ganz kurz über die Checkliste drüber. Ich muss mich kurz bei Boards einloggen. Ihr habt die Checkliste auch bei Boards drin. Ich weiß nicht, ich logge mich gerade ein noch, aber vielleicht können wir parallel mal, trackt denn jemand schon seine Aktivitäten? Ich kann euch jetzt gerade leider nicht sehen, aber macht das denn schon jemand von euch? Rebecca, möchtest du Screen teilen, oder? Ja, ich muss mich kurz noch einloggen. Ah, okay. Okay. Okay, mal gucken, ob man das sehen kann. Ja, könnt ihr die sehen? Ja, cool. So, also das A und O natürlich, damit ihr ein Ja oder ein Nein für neue Kunden und neue Partner bekommt, ist es wichtig, dass ihr ja auch neue Menschen kennenlernt. Ja, es ist klar am Anfang, man spricht mit seinem Umfeld, seine Lieben einfach, die man um sich herum hat. Und aber natürlich ist es gleichzeitig immer wichtig, auch seine persönliche Liste einfach wachsen zu lassen. Egal, ob ihr beim Bäcker seid oder beim Sport, ja. Dass man zufällig wieder alte Bekannte trifft oder über eine Empfehlung, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel total cool, meine Nachbarin hat jetzt Kollagen bestellt, weil ihre Kosmetikerin ihr gesagt hat, sie muss Kollagen nehmen. So, wen rufe ich an? Ja, diese Frau natürlich, ja. So, und die kommt auch wieder auf meine Liste.
Dann Punkt Nummer zwei ist, ja, dass man auch die Frage stellt, weil es ist schön, wenn man neue Leute kennenlernt, aber wenn man die nicht auf das Business oder das Produkt anspricht, ist halt auch doof dann. Ja, dann kann man dann keine Antwort bekommen. Deswegen trackt auch, wen habe ich wirklich die Frage gestellt, hey, bist du offen, dir mein Geschäftsmodell anzugucken oder hey, ich habe da ein cooles Produkt, ich sehe, du achtest auf dein Aussehen, darf ich dir das mal zeigen? Dann Social Media Posts. Hier geht es einfach darum, dass man täglich was Kleines postet oder hier steht jetzt Lifestyle. Lifestyle heißt jetzt nicht, wie du auf deiner Luxusjacht übers Meer kruist, ja, sondern eigentlich was einfach nur, was du täglich machst, ja. Wie zum Beispiel, ich kann meinen Sohn morgens um 8:30 mit dem Schlitten in den Kindergarten bringen, weil ich nicht um 7:30 auf der Arbeit mehr sein muss oder um 6 Uhr teilweise, ja. Oder einmal die Woche, dann genau so Kleinigkeiten, dann einmal die Woche ein Powerpost übers Produkt, einmal die Woche ein Powerpost übers Business, da Erfahrungsberichte einfach teilen. Und hier geht es einfach darum, um die Plattform Instagram oder Facebook. Ich weiß nicht, ob jemand bei euch auch auf TikTok aktiv ist. TikTok läuft ja auch sehr, sehr gut oder LinkedIn, da gibt es ja sehr, sehr viele Plattformen. Dann ganz wichtig, Follow-up-Liste. Hier auch dieses Fast-Track bedeutet, wenn man sein Geschäft besonders schnell nach vorne bringen möchte, dass man dann 5 Leute nachfasst und ja, ansonsten halt 3. Dann Liebe teilen ist gemeint, ihr kennt das, wenn ihr einen Post seht und kommentiert den, macht Herzchen, ja, dass ihr einfach interagiert mit eurem Gegenüber und eine Beziehung aufbaut. Das ist auch auf Social Media bezogen. Dann 10 Minuten investieren in persönliche Weiterentwicklung, wie zum Beispiel, ihr seid heute Abend auf dem Call oder ihr hört euch ein anderes Training bei Isogenics an oder was es einfach in dem Bereich gibt. Dankbarkeitsbüchlein. Ich bin mir sicher, der ein oder andere führt das schon. Aber dass man auch einfach schaut, hey, wofür bin ich dankbar? Und dass man ja einfach das Wichtige im Fokus hat, ja. Dann Fokus, Affirmation. Genau, da hast du dann deinen eigenen Satz, aber dass man sich vielleicht einfach vorstellt, wie ich schon die nächste Reise bei Isogenics gewinne, wie ich die Nummer 1 bin in Deutschland, ja, Top-Income-Earner, dass man sich einfach sagt, ich ziehe die richtigen Partner in mein Business, die richtigen Partner werden kommen. Dann setzt euch Ziele wöchentlich, monatlich, im Quartal. Dann plant euch auch wöchentlich ein, wie wollt ihr euer Team unterstützen? Was kann ich für Zoom-Calls machen? Wie kann ich im Kosmetikstudio oder einem neuen Partner helfen, dass er sein Business launcht? Dann ein Drei-Wege-Call, dann Isogenics-Event, wie jetzt am 27. unser Teamtraining jeden Dienstag. Also das sind einfach ja, tägliche To-Dos, die tatsächlich, umso öfters man sie macht, und vielleicht auch einfach sich ein paar kleine Blöcke in den Tag einbaut, tatsächlich relativ schnell zu erledigen sind. Und am Anfang ist es einfach schwieriger, dass man überlegt, hey, wie kontaktiere ich jetzt jemanden oder hey, wie fasse ich jetzt jemanden nach oder was kann ich jetzt posten aus meinem Lifestyle? Aber ihr werdet sehen, umso öfters ihr das macht, umso schneller seid ihr. Und ich meine, ihr seid ja alle aktiv, ihr wisst ja alle letztendlich auch, ja, wie das funktioniert. Und das wäre jetzt einfach mal zu der täglichen Checkliste. Und ja, ich würde mich einfach total freuen, wenn wir das so wirklich im Fokus behalten, weil ich glaube, dass wir dann alle als Team noch viel mehr wachsen. Ich merke das an mir selber. Jetzt zum Beispiel die 10%-Aktion ist gestern ausgelaufen, ja. Dann merke ich, okay, hey, ich muss jetzt noch das, ja. Dann mache ich massiv Action, ne? Aber vorher die Woche, also ich sage mal gut, durch die Promotion ist man nochmal ein bisschen anders, aber ansonsten der Tag, der geht so schnell vorbei und man hat noch gar niemanden kontaktiert, hat mit niemandem gesprochen und zack ist die Woche vorbei, zack ist der Monat vorbei, ja. Und deswegen, wenn wir täglich einfach schauen, hey, was habe ich gemacht,
dann wirst du sehen, dass du viel aktiver wirst. Und das ist erstmal eine Hürde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wie so eine Aktivierungsenergie, wo du erstmal sagst, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ja, und ich fände es total cool, wenn ihr Bock habt, dass wir eine WhatsApp-Gruppe machen, wer da wirklich Lust hat, das zusammen zu machen, dass wir uns da ein bisschen austauschen, mit der Checkliste gegenseitig motivieren, inspirieren. Genau, ja. Habt ihr denn Fragen zur Checkliste? Nee, gell, ist eigentlich relativ. Genau, Sander, hast du noch was zuzufügen? Ja. Ah, Iris hat sich. Ja, fang an erst mit die Iris. Die Iris. Becky? Oder Stefan? Ja. Ja. Diese Gruppe, wann willst du sie denn inszenieren? Ja, das also von mir aus können wir sofort loslegen. Okay. Die Checkliste. Wird dann anschließend Ende der Woche nochmal drüber kommuniziert oder wie stellst du dir das vor? Also ich finde, das kann man einfach individuell gucken, was gebraucht wird. Ja, wenn wir nachher noch irgendwie zusammen quatschen wollen, hey, das hat gut geklappt, hast du da noch einen Tipp? Klar, dafür sind wir ja da, Ich oder? meine eigentlich, wenn die Woche jetzt durch ist, Ja. fragst du auch Ergebnisse ab und wird darüber gesprochen oder weil wenn es stillschweigend ist, dann verfliegt es wieder. Also, wenn du das möchtest, kannst du das gerne in die Gruppe posten oder du schickst es mir. Ich weiß halt nicht, ob das jeder möchte. Aber klar, kannst du mir das rüberschicken oder dass wir einfach sagen, hey, Freitag oder Sonntagabend schicken wir uns gegenseitig unsere Checkliste durch, so wie diese Accountability-Partner, ne? So Sparing-Partner. Ja, weil ich denke mal, da geht es auch ein bisschen so um Kontrolle, dass jeder so ein bisschen so sieht, was macht oder andere. Und wenn dann nur die Gruppe besteht und man die Liste hat, dann verfällt das auch irgendwie. So denke ich mal, dass da irgendwo das Risiko dabei ist. Deshalb finde ich schon so die Kommunikation am Ende der Woche finde ich schon ganz gut, um zu sehen, was Ja. hast du erreicht, was hast du geschaffen. Wie weit bist du gekommen oder wo hast du Probleme gehabt? Ja, total gerne. Okay, dort sind's. Danke. Tata? Ganz kurz nochmal, weil ich die Checkliste, ich liebe es, wenn man sich vor Augen halten kann, was man gemacht hat, damit man sich das nochmal ins Bewusstsein holt, um das wieder so ein bisschen Revue zu passieren. Ich habe damals eine Aktivitätenliste erstellt. Ich weiß nicht, es waren, glaube ich, bestimmt 100 Punkte auf dieser Liste. Und ich habe es für mein Team so gemacht, dass ich die Punkte, dass ich den Punkten Punkte gegeben habe. Das heißt, hast du mit Leuten gesprochen? War es für mich mehr wert, als jemanden bei Instagram zum Beispiel anzuschreiben? Das heißt, ich habe für Sprechen mit einer neuen Person 6 Punkte vergeben und einen Instagram-Post 2 Punkte gegeben. So, das heißt, ich habe ganz viele Untertitel genutzt, um so eine Aktivitätenliste zu erstellen und meinem Team diese Liste gegeben mit der Ansage, ihr müsst einmal in der Woche auf 100 Punkte kommen. Die 100 Punkte setzen sich so raus aus verschiedenen Aktivitäten. Hast du nicht 100 Punkte erreicht, dann hast du nicht wirklich genug für dein Business getan. Was natürlich nicht negativ bewertet werden sollte, sondern einfach nur als Anhaltspunkt zu dienen. Habe ich genug gemacht oder habe ich nicht genug gemacht? Weil ihr wisst, wie es ist. Einer, der vielleicht ein Gespräch in der Woche macht, dem könnte dieses Gespräch schon reichen, aber es reicht nicht, um voranzukommen. Und jetzt können wir uns überlegen, weil ich würde euch gerne mit dieser Liste, also entweder nutzen wir diese Liste oder wir machen eine, die wir noch so ein bisschen ergänzen, wo wir noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen mit Follow-up oder was ist meine nächste Planung? Was habe ich allgemein gemacht? Also ich kann euch meine alte Liste sozusagen zur Verfügung stellen, um dann wirklich was zu machen, wie zum Beispiel sammel Gesundheitspunkte oder sammel
Wie auch immer wir sie nennen. Also wir haben Sterne gesammelt und am Ende der Woche musste jeder 100 Sterne gesammelt haben. Wie wir da jetzt in welche Richtung gehen, weil wir haben uns damit selber gechallenged sozusagen. Hattest du am Freitag 89 Punkte, wusstest du, du hast bis Sonntag noch 2 Tage Zeit, um auf diese restlichen 11 Punkte zu kommen, dann hast du dir irgendwas rausgepickt, weil ihr kennt es, jeder nutzt immer das, was er am besten kann und lässt so die Punkte, wo er außer der Komfortzone kommen sollte, die lässt er weg, weil er sich denkt, nee, das mag ich noch nicht so gerne. Wenn wir jetzt zum Beispiel, Iris und ich nehme dich jetzt, live bei Instagram gehen, dafür gibt es eine Menge Punkte, weil ich weiß, Scheiße, ich muss da durch. Ich möchte den Leuten was zeigen. Ich will denen sagen, hey, komm aufs Event, weil da erlebst du dies und das. Also so, das wären so ein bisschen so kleine Challenges, die ich euch gerne mit an die Hand geben würde. Und vielleicht nutzt es dem einen oder anderen. Vielleicht ist es eine gute Idee, vielleicht nicht. Da können wir noch mal drüber sprechen. Aber um die Liste noch mal so ein bisschen Call to Action zu machen. Rebecca, wir können da gerne, ne, nochmal uns zusammentun oder mit Claudi oder wie auch immer. Aber ich glaube, um da so einen Überblick zu haben, weil viele dann nicht genau wissen, was soll ich noch machen und so weiter, können wir das ergänzend nochmal vielleicht mit aufnehmen. Nur als Idee. Ja, coole Idee. Ich finde die Idee auch. Geht ja schon los, dass viele, also ich zum Beispiel mache immer To-Do-Listen. Also mein Tag existiert gar nicht ohne To-Do-Liste. Und ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, To-Do-Listen, was ist eine To-Do-Liste? Ja? Also ohne To-Do-Liste geht bei mir gar nicht, weil es gibt ja nichts Besseres, als am Anfang des Tages eine To-Do-Liste zu haben und dann alles durchzustreichen. Das fühlt sich super an. Und wenn es halt nicht geschafft wurde, die nächste To-Do-Liste für den nächsten Tag zu erschaffen. Das ist ja im Prinzip wie die Checkliste. Und wenn wir das ein bisschen erweitern und auf Isogenics halt umswitchen, das ist so, so wertvoll. Und dann sieht man auch, was hat man gemacht und vor allen Dingen, was hat man nicht gemacht. Ja? Weil ich glaube, man hat immer vieles vor und man nimmt sich vieles vor und man hat es im Kopf. Aber wenn man dann im Alltag steckt und wir nun mal eigentlich auch alle noch einen anderen Job haben, Familie haben, etc., dann geht das halt einfach verloren. Ja, das, was man sich so im Kopf vornimmt, wenn man das Ganze schriftlich hat, dann setzt man das viel, viel besser um. Insofern finde ich jegliche Art von Listen grundsätzlich immer super, wenn wir die nutzen. Ja, also ich bin da echt für zu haben. Ja? Perfekt. Becky, hast du noch was? Nee, das wär's. Dann mache ich weiter. Also die Becky hat eben so schön angekündigt, ich zeige euch jetzt ganz viele Rechenbeispiele auf. Okay. Das passiert nicht. Ja. Das hatten wir tatsächlich vor. Das war unsere Idee, um einfach mal aufzuzeigen, was muss man überhaupt tun, was muss man erreichen, um einen entsprechenden Betrag zu verdienen. Das fängt schon an bei der Refinanzierung der Produkte, geht weiter über ein zusätzliches Einkommen von 400, 500 € über 1000 bis zu einem richtigen Verdienst, wovon man dann auch leben kann, wenn man eventuell so die Idee hat, den Job zu kündigen und oder was auch immer man für Vorstellungen hat, für Visionen. Und das hätten wir gern mal aufgezeigt anhand von Rechenbeispielen. Ich habe damit angefangen, bin aber gescheitert. Weil das ist unheimlich schwer, das wirklich aufzuzeigen, weil es so, so viele Varianten gibt. Ja? Und was ich euch einfach gerne mal aufzeigen möchte, ja, wir sagen immer, im Prinzip brauchst du zwei Leute, die You Share, They Share machen. Ja? Also zwei Leute und die machen weiter und die machen weiter und die machen weiter. Und das ist eigentlich schon das Geheimnis. Was ich aber gerne mal ganz klar herausstechen lassen möchte, ist die Tatsache, wenn ihr nur, wir reden immer wieder davon, Kunden sind gut, ja, aber über Kunden alleine bauen wir kein Network-Business, kein passives Einkommen auf, ja. Das geht nicht. Beziehungsweise es geht schon, aber darüber gehen wir kaputt. Also zumindest, wenn wir nur Kunden gewinnen und ständig auf Kundenakquise sind, ja, dann machen wir nichts anderes als Produkte mehr oder weniger verkaufen, ja. Akquise, Akquise, Akquise und das artet in totalem Stress aus. Das haben wir an anderen Führungskräften auch schon gesehen, die das gemacht haben und wirklich am Limit waren, erfolgreich, aber irgendwann am Limit, weil sie gesagt haben, ich bin eigentlich ständig nur noch dran am Arbeiten, Akquise hier, Akquise da, Kundenbetreuung. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache, ja. Der Sander hat es auch schon so schön aufgemalt, was passiert, wenn man
zwei Leute gewinnt und das Ganze denen klar macht, dass sie duplizieren müssen. Wie schnell sich das Ganze entwickelt und wie schnell man auch wirklich einen entsprechenden Verdienst hat. Was sich immer total toll anhört und auch wirklich funktioniert. Ja. Aber ich glaube, wir sind halt teilweise noch so in den Anfängen, dass es einfach mal schön ist zu sehen, was passiert, wenn man Consultant wird und vor allen Dingen dann Manager. Ja, ich glaube, das reicht schon aus, um euch einfach mal aufzuzeigen, wie wertvoll es ist, zwei Consultants zu haben. Ja, wenn man zwei Leute hat, ja, zwei Consultants und quasi Manager ist, dann fängt das Ganze an, sich ja schon zu duplizieren. Und vor allen Dingen greift dann schon der Teambuilder-Bonus. Und der Teambuilder-Bonus macht so viel aus. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr euch vor Augen haltet, findet zwei Partner, ja. Also findet wirklich zwei Menschen, denen ihr klar macht, wie das System funktioniert. Also geht nicht hin und findet zwei Kunden und sagt ihnen hier, ihr könnt auch duplizieren, ihr könnt eure Produkte refinanzieren. Dann suchen die sich zwei Leute, ja. Die haben die, dann haben sie ihre Produkte refinanziert und dann hören die wieder auf. Das ist schön, ja. Aber das ist nicht das, wie es uns weiterbringt. Ja, deswegen versucht zwei Leute zu finden, denen, die auch dieses System duplizieren möchten, ja, die sich ihr Business aufbauen möchten, die sich ein Einkommen generieren möchten. Ja. Wenn ihr denen sagt, ihr müsst weiterempfehlen und vor allen Dingen dann nicht aufhören, ja, denen sagt, ihr müsst denjenigen, denen ihr es weiterempfehlt, sagen, dass sie weiterempfehlen sollen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Dann fängt das Ganze an zu laufen, ja. Ich glaube, das ist der Schritt, der vielen einfach fehlt. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ihr zwei Leute findet, dass ihr denen sagt, hier, empfiehlt doch die Produkte weiter. Und wenn ihr das macht, dass ihr sagt, und wenn ihr zwei Leute habt, sagt denen doch, dass sie weiterempfehlen sollen. Ja, also ganz simpel gehalten. Das ist wichtig, dass man wirklich kommuniziert, nicht findet zwei Leute und dann seid ihr Consultant und dann habt ihr. Seid ihr schon einen Schritt gegangen und dann ist erstmal Schluss? Nein, ihr müsst weitergehen. Ja, kommuniziert, dass die wiederum kommunizieren müssen, weiterzuempfehlen. Ja, das ist wirklich das Entscheidendste überhaupt. Und dann, ja, ich könnte das jetzt aufmalen. Also wenn ihr wollt, kann ich das auch mal aufmalen. Dann habt ihr eure paar hundert Euro auf jeden Fall schon. Aufgrund der 20%, aufgrund der Wiederbestellungen, des Teambuilder-Bonuses, ja, und der ganzen Provision am Anfang. Ja, und wenn das dann wirklich weiter dupliziert wird, dann fängt euer Business an zu laufen. Ja, also wichtig ist die Kommunikation nach dem, das ist wichtig, ja. Der Manager ist eigentlich das A und O. Bringt jedem eurer Partner bei, er muss Manager werden. Das ist eigentlich das Geheimnis. Und dann habt ihr es. Ja, mehr muss gar nicht sein. Wir brauchen zwei gute Leute. Und wenn ihr das kommuniziert, die zwei guten Leute müssen kommunizieren. Ich brauche zwei gute Leute und der wieder braucht zwei gute Leute. Also eigentlich Manager, 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 Manager generieren. Und dann läuft's. Ja? Grundsätzlich verstanden erstmal? Das ist, glaube ich, so der größte Fehler, den, was heißt Fehler, aber da hängt's, glaube ich, an der Kommunikation. Weil man sieht halt, so geht mir genauso. Es ist nicht so, dass ich da perfekt drin bin, um Gottes Willen, ja. Aber mir fällt selber auch immer wieder auf, dass ich das viel zu wenig kommuniziere, ja. Ich gewinne Partner und die gewinnen Kunden und dann hängt's. Ja, und dann geht nichts mehr weiter. Wenn ihr es aber schafft, dem Partner zu sagen, hier, finde Partner, die dann auch wieder weiter duplizieren, dann läuft es ganz schnell. Ja? Also es ist ganz, ganz, ganz viel Kommunikation, die oftmals nicht ja, vorhanden ist. Wollt ihr es mal aufgemalt haben? Ihr kennt den Teambuilder-Bonus alle oder wollt ihr mal eine Folie sehen vom Teambuilder-Bonus? Braucht man nicht, oder? Also ich kann es euch auch mal aufmalen nochmal. Was meint ihr? Nein, nein, nein. Nein. Jetzt wird Doch, es ich glaube schwierig. schon. Ich glaube, das ist die Unsicherheit, die wir alle haben, da auch mit Zahlen umzugehen. Wir können ja auch sagen, klar, wir brauchen Power of Two. Ne? Das ist ja das, was der Sander ja auch immer sagt, ein Links, ein Rechts. Aber wenn wir das auch mit Zahlen belegen können, warum ein Links, ein Rechts, und erzähle denen das auch weiter. Und man kann auch sagen, das sind schon mal 100, keine Ahnung, das sind schon mal 500 Euro. Ich glaube, das schnallt man mehr. Das geht mehr ins Gehirn rein.
Man will ja die Also Zahlen sehen. ich geb dir recht, Penilla. Wir hatten das ja auch beim Event bei uns, beim Teamtraining, dass wir das nochmal aufgemalt haben. Und ich sage immer, die ersten Schritte bis zum Manager muss jeder aufmalen können. Das ist das A und O. Ja? Weil You Share, They Share, das kennen wir den Slogan, ja, ich habe ihn am Anfang nicht kapiert. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und duplizieren, okay, aber was versteht man unter duplizieren? Wo ist eigentlich das Geheimnis, ja? Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen. Deswegen habe ich eben nochmal gesagt, macht Manager, ja, sorgt dafür, dass eure Partner Manager werden und die das wiederum auch kommunizieren. Ich versuche mal, ich finde es immer so schwierig, ehrlich gesagt, zu malen hier, aber ich versuche es mal, ja. Ich probiere es mal aus. Das ist immer ein Gekritzel. Von irgendwann mal, Katha, wir brauchen irgendwann mal eine ordentliche PowerPoint, die das dann so stückchenweise aufploppen lässt, weißt du? Aber ich versuche es einfach mal. Also, so geht es immer los, ja? Ihr wisst, also ich stehe hier oben jetzt einfach mal, ich spreche jetzt einfach mal von mir. So, ich empfehle unsere Produkte weiter an zwei Personen, einen links, einen rechts, das ist der Anfang. Wir kriegen 20% für der erste weiter rechts, das ist klar. Und dann kommen wir auf einen Betrag X, sagen wir mal beim Body Reset, wie auch beim Afterglow Beauty Bundle sind. Ich mache es jetzt mal ganz einfach, einfach mal 40 Euro. Ja, momentan sind es 30%, vergesst es nicht. Es ist super, super attraktiv, noch den ganzen Januar bis zum 28. Januar läuft der Provisionsmonat, neue Kunden zu gewinnen. Bei 30% ist der Knaller. Ja. Also das ist so viel Geld. Jetzt machen wir es einfach mal mit den 20%, dann habt ihr 40, 40 und das Erste, was passiert bei zwei Kunden, die ihr gewinnt, ihr steigt im Rang auf und werdet Consultant, bekommt den ersten Bonus von 44 Euro. Ja? So, Consultant, mal schon 10. Das heißt, ihr habt hier schon 124 Euro. Ja? So, dann geht es weiter. Jetzt kommt der springende Punkt. Er erzählt dem Linken, der linken Person, wie auch der rechten Person, empfiehlt doch die Produkte weiter. Tradet euch ab für 30 Euro. Ihr geht kein Risiko ein. Ihr habt keine vertragliche Bindung. Ihr könnt die Produkte weiterempfehlen. Ihr habt eine Bestellung aufgegeben für nur 30 Euro Jahresmitgliedschaft. Ohne jegliche Verpflichtung könnt ihr weiterempfehlen und bekommt im Prinzip dasselbe, wie ich jetzt da bekommen habe. Das heißt, die Person tradet ab, wird zum Partner und empfiehlt es an zwei Leute weiter. Und die Person macht das Gleiche. Das ist the best case, ja? So, die Person und die Person bekommen auch die 124 Euro. In dem Moment, wo die erste Person hier und die zweite Person die Produkte weiterempfehlen, werden sie Consultant und ich bekomme 88 Euro als Bonus. Ja, einmal für den einen, für die Person 1, für die Person 2. Und steige im Rang auf, werde Manager und wenn das innerhalb von der ersten 60 Tage passiert, kriege ich einen Bonus von 221 Euro. Plus die 88, zweimal, sind wir, was weiß ich, bei Betrag 816, 20, 21, 816, 18, 20, 24, 541 Euro. So, und jetzt kommt's. Jetzt dürft ihr nicht vergessen, jetzt bestellt ihr. Person 1 ist ja Partner geworden, bestellt ihr wieder, ja, nach einem Monat, im besten Fall nach 29 Tagen. Ja. So, das ist eure erste Ebene, ein PET. Ja. Dafür, für jede Wiederbestellung, bekommt ihr wie viel Prozent? 10%, ja. So, 10%. So, die soll ja auch Consultant bleiben, weil die erklärt der Person auch wieder zu teilen, ja? Die bestellt auch nach. Dann kriegt der wie viel Prozent? 8% für jede Nachbestellung. Ja? Und nehmen wir mal an, die Person hat für 220 Euro bestellt, ja, haben wir ja eben gesagt, oder wie viel? 200 Euro, 40 Euro Provision. Dann bekommt ihr logischerweise für Person 1 wie auch für Person 2, die nachbestellt, nicht 40, aber 20 Euro. Ja? Das ist eine Menge Geld. So, und natürlich kriegt ihr für die Person darunter die 8%. Sind, glaube ich, ja, 16 Euro. Und das 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich müsste jetzt 4 mal 16 Euro hier hinschreiben.
Und dann kommt ihr auf Beträge, wenn wir das alles mal zusammenrechnen, die richtig hoch sind. So, und das ist ja nur der zweite Part. Der dritte Part ist ja nun mal noch was? Unsere Cycles. Ja, das heißt, ihr sammelt ja auch für alles Punkte. Das heißt, nach einem Monat, das ist eigentlich das, was mit Kunden passiert. Wenn ihr nur Kunden findet, habt ihr meistens in einem Monat einen Cycle. Ja, also den Cycle könnt ihr nochmal on top rechnen. Ja, ich will es jetzt nicht ausrechnen. Also 4 mal 16, wenn einer Lust hat, 4 mal 16 plus 20 plus 20 plus die 541 plus den Cycle, wo sind wir dann? Bei grob 600, 640, 20, 720 Euro. Und das innerhalb von einem Monat und ein paar gequetschte Tage aufgrund der Nachbestellungen. Und wenn ihr das haltet, ja, dann habt ihr das jeden Monat. Okay? Verständlich gewesen? Penilla? Also das Allerwichtigste ist Manager, ja? Und dann immer wieder kommunizieren. Kommunikation ist das A und O. Kommunikation ist eh das A und O bei uns in der Branche, ja. Auch wenn ihr unterwegs seid, mit Leuten reden, sprechen, erzählen, ja, das ist immer das A und O. Ja, also achtet darauf, dass ihr euren Leuten sagt, nicht nur Kunden gewinnen, ja. Das wird irgendwann anstrengend und ist zermürbend und es kommt wenig bei rum. Ja, ihr cycelt einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat. Das ist irgendwann dann auch frustrierend, ja. Also nutzt es, macht die Leute zum Manager, dann greift der Teambuilder-Bonus bis zu einem Jahr. Ja, das werden zwar weniger Prozente, aber ihr kriegt Geld. Okay? Ja. Also, eigentlich die Quintessenz, Partner gewinnen. Sander, du darfst. Nee, für heute nee, weil ich habe die Pernilla, die Miss Pernilla Gustafsson, Powerfrau vom Team Koblenz, gefragt. Pernilla, kannst du vielleicht ein bisschen ihre Erfahrung, was du gelernt hast, teilen? Weil die Pernilla, weil die ist auch, verstehst auch die holländische Sprache. Und letzten Samstag habe ich ein Network Marketing Academy Event in Holland gemacht mit Team Holland und einige auch vom Team Belgien. Über 130 Leute im Raum waren da gewesen. Und wie Sie alle wissen, ich bin sehr begeistert von Events. Ich glaube, Events ist sehr, sehr wichtig, um Erfolg zu bekommen und behalten in Network Marketing. Aber wie gesagt, die Sander erzählt das immer mal das Gleiche. So, ich habe die Pernilla gefragt. Pernilla, kannst du ein bisschen erzählen? Wie hast du das erfahren? Was hast du gelernt? Ja, gib uns ein bisschen Feedback an das Event in Hilversum, liebe Pernilla Gustafsson. Mache ich. Hänge ich auch so wie Sander? Nee. Okay. Ja, was habe ich gelernt? Eigentlich gelernt ist ja das, ist ja groß. Ich meine, der Sander, der Tag war ja voll mit den Sachen, die wir ja auch immer machen. Aber was wirklich sehr imponierend war, war einfach erstmal, dass ich am Glücktisch saß. Das war ja schon schick, ne? Also wir haben ja 5 Glücktische gehabt und den Rest einzelne Sessel. Und dann kommst du da rein und dann steht dein Name da und das sind alles gerichtet und sowas. Das fand ich ja schon total edel. Und wir haben einen wahnsinnstollen Raum gehabt. Also, ich meine, wenn dann so über 130 Leute auch so zusammenkommen, ist natürlich der Spirit und diese Energie in dem Raum, das war einfach, das war toll, war wirklich toll. Mittagspause, das Essen muss ich auch noch mal sagen, das hatten wir haben vorhin schon einen Call gehabt, war auch super, war sehr lecker. Ich weiß nicht, ob du in den Genuss gekommen bist, Sandra, ich glaube nicht, gell? Vielleicht beim nächsten Mal. Bachtiane, bist du in den Genuss gekommen vom Essen? Bachtiane ist heute auch mit dabei. Also das war wirklich, war toll und einfach, was ich noch auch so imponierend fand, war, das war ja ein Team-Training von Teammitgliedern für das Team. Und man hatte ja wirklich das Gefühl, die machen das schon seit Jahren. Also klar gab es hier und da mal vielleicht mal, ja, noch nicht mal Fehler, kann man gar nicht sagen. Also es wurde super toll aufgelockert alles. Also die waren alle so super vorbereitet, das hat so einen Spaß da auch gemacht, da so zuzuhören. Und es waren alle möglichen Leute da, es waren Sportler da, es waren Personal Trainer da, es waren einige von der Beauty-Branche da. Ich habe eine aus Fallen da sogar kennengelernt.
Ich weiß nicht, ob euch Claudia Oppenheimer was sagt. Die wohnt wohl seit Jahren schon irgendwie in der Nähe von Amsterdam. Und die kam dann auf mich zu, das fand ich auch ganz witzig. Also man hat auch keine Berührungsängste gehabt. Also jeder hat mit jedem, ne? Weil oft ist es so, wenn Frauen so aufeinandertreffen und dann, oh Gott, aber das ist da nicht. Das ist einfach miteinander und das war auch total schön. Dann hatten wir die Debbie war da, die saß auch bei uns mit am Tisch. Das ist eine Professorin, die trainiert. Sie ist an der Uni und trainiert da Leute irgendwie auch. Die hat also, und ich glaube, die hat auch Network-Marketing-Erfahrung, weil die Leute, also geht auch in Großbetriebe rein und trainiert Menschen. Keine Ahnung, ich musste das alles mit der auf Englisch machen. Das war jetzt nicht die beste Kommunikation, aber das Private, was wir geredet haben, das habe ich alles verstanden. Aber alles, was dann ins Berufliche geht, ist dann zu kompliziert. Aber die hat 10 Jahre in Dubai gewohnt. Also das ist natürlich, ist jetzt auch ein Sanders Team. Also wenn Dubai aufmacht, ist das natürlich auch eine tolle Geschichte. Das fand ich total imponierend. Also 10 Jahre in Dubai gewohnt. Sie wohnt jetzt in Holland mit ihrem Mann und ihren Kindern. Ja, und was ich mitgenommen habe von diesem Event war einfach, feier deine kleinen Erfolge. So klein wie sie auch sind, aber feier sie. Ne? Und fühl dein Why. Feel the Why. Und ich glaube, dieses Warum. Wir haben alle ein Warum, aber ich glaube, man muss öfters mal wieder zurückgehen in sich und dieses Gefühl hochholen, warum man dieses Geschäft macht. Und da stehen mir die Haare zu Berge, weil das ist, puh, das geht tief. Und ich glaube, alle, die dieses Warum haben, egal welches, und das auch als Gefühl rauskommt, dann geht man auch weiter. Also das war wirklich so, das gab natürlich noch viel mehr, aber das ist so, dass ich wirklich so bin ich nach Hause gefahren mit dem Gefühl. Ja, und Pernilla, es war auch für uns, für Jessica und mich auch persönlich sehr wichtig, dass du dabei gewesen warst, weil das ist nicht nur, was hast du kennengelernt? Mit wem hast du ein bisschen geredet, ein bisschen Networking out of the comfort zone gemacht? Aber was ist auch wichtig, und darum bin ich so dankbar, dass du die Zeit genommen hast. Und ich werde auch die anderen Leute fragen und auch die Katha. Wenn wir unseren nächsten Event haben in Holland, das Network Marketing Academy Event, das ist am Samstag, 6. April. Wir haben noch einige Tickets. Ich werde auch sagen, weil wir haben in 2 Tagen alle Pre-Sale-Tickets verkauft. Über 146 Tickets in 1,5 Tagen sind verkauft. Alle VIP-Tafels, T-Shirts sind verkauft. Wir haben noch 20, lass uns sagen, normal Tickets. So, ich werde sagen, bin dabei. Warum? Weil die Pernilla hat erfahren, nicht nur die Info, nicht nur die Begeisterung, nicht nur das Dokument, das die Miss Rebecca Pfeiffer mit uns hat geteilt, heute Abend die Daily Checklist, die tägliche Checklist, die man nutzen kann, um wie erfolgreich möglich zu bekommen mit Network Marketing. Aber auch die Pernilla hat einen Blick, ein View gehabt, für was werde passieren in die Zukunft in Deutschland. Das ist nur eine Entscheidung. Machen wir das in 3 Monate von jetzt, in 6 Monate von jetzt, in ein Jahr oder brauchen wir mehr Zeit? Ich habe dir Pernilla erzählt, Pernilla, was du jetzt erfahren hast, ist vorbereitet in einige Jahre vorher. Mit der Erfahrung, die die Leute bekommen haben, die Loyalität, die Commitment, die Begeisterung, das Selbstvertrauen, weil das ist mit jedermann, das geht so. Dann ist es wirklich gut, dann ist es, oh shit. Dann geht es wieder gut, oh shit. Das ist normal, that's life. Und du hast einen Blick gehabt, was werde passieren? Das ist nicht die Frage, werde das passieren in Deutschland? Nein, das werde passieren. Das Einzige ist, wir müssen als ein Team die Entscheidung machen, sodass wir zusammen neben die Events vom Corporates, die die Kata und das Team introduziert für die Dachländer, für Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber neben die Corporate Events haben wir die Field Events. Und wir nutzen beiden. Die IC Genix Events haben ein Ziel,
Und die Network Academy Event, Network Marketing Academy Events, haben auch ein Ziel. Die Leute haben uns auch gefragt, Sander, ist das ein Isagenix Event? Nein. Werden wir Training bekommen über Produkt? Nein. Werden wir Training bekommen über Vergütungsplan? Nein. Weil das macht die Firma mit den Corporate Events. Aber mit einem Network Marketing Academy Event, wir haben Training über Goal Setting, über Mindset, über Leadership, über Management, über Teambuilding, über Retention, über wie macht man ein Gespräch mit einem Interessent? Wie macht man ein Gespräch, wenn die Interessent sagt nein? Oder wenn die Person sagt, ist das ein Schneeball? Ist das ein whatever? Ja, wie nutzt man das? Und das ist unser Slogan in Team Holland. Wenn ihre, ich werde das übersetzen auf mein bestes Deutsch, wie immer. Wenn du machst ihre Skills besser, ihre Business bekommt besser. Noch einmal. Wenn ihre Skills, ihre Erfahrung bekommt besser, dann würdest ihre Business auch besser bekommen. So, wenn ihr Ziel ist, Sander, ich möchte gern 2024, ein meiner Ziele ist meine Business zum Next Level. Okay, dann weißt du, wie man das machen soll. Du nutzt die tägliche Checklist, wie die Rebecca hat genutzt. Und wenn man das nutzt, dann bekommt man auch besser, weil das ist Learning on the Job. Wie öfter man das macht, wie öfter man das macht, wie besser man bekommt. In Anfang, wir sind alle in Anfang ein Newbie. Wir machen sehr viel Fehler. That's normal. Das ist normal. Verstehst du, was ich meine? Und das ist, man muss ein bisschen Vertrauen haben, dass nach dem Fehler, und jedermann macht sehr viel Fehler, nach dem Fehler, es würde besser. Wenn es besser würde und du gehst weiter, es wird noch besser. Und dann, es wäre richtig gut. Und dann, es wäre richtig gut. Aber man soll immer anfangen mit die, it's learning on the job. Und das ist so wichtig. Und du hast das jetzt, Pernilla, erfahren mit das Event. Und das ist eine Einladung für Sie allen am 6. April. Ich werde sagen, ja, ich weiß, das ist auf holländische Sprache. Das ist kein Deutsch. Aber das ist, die Sprache ist nicht das Wichtigste von das Event. Die Struktur, die Energie, dass wir zusammenkommen, das ist wichtig. Wir haben in Last Point, wir haben in Hilversum 130 Leute im Raum gehabt. Leute von Holland, überall in Holland, von Groningen zu Maastricht. Wir haben sehr viele Stunden im Auto gefahren. Wir haben Leute vom Team Belgien gehabt. Die haben sehr viele Stunden auch im Auto genommen. Wir haben Leute von Frankreich, das sind einige Holländer, aber die haben ihr Haus in Frankreich. Die haben wie sagt man, Flugzeug? Airplane genommen zum Holland. Wir haben einige Leute von Spanien, die haben auch mit Flugzeug nach Holland gekommen. So, die haben gereist, 4, 5 Stunden mit Flugzeug. Die haben investiert in ein Ticket, in ein Hotel und so weiter und so fort. So, es ist mir egal, wenn eine Person sagt, ja, Sander, wann ist das nächste Event? Ja, diesen Samstag in Düsseldorf. Ja, aber ich bin von Munich oder ich bin von Berlin. Das ist mir egal. Do whatever it takes. Man muss jetzt etwas mehr machen, sodass man später die Freizeit bekommt. Alles, was du jetzt machst, ist ein Invest in Zeit und Geld und Energie. Für die Zukunft. Ja, aber das ist auch das andere. Alles, was du jetzt entscheidest, nichts zu machen, ist auch ein Invest für die Zukunft. So, unsere Empfehlung ist, lass uns zusammen die nächsten 5 bis 10 Jahre, ich glaube, das ist fair, lass uns die nächsten 5 bis 10 Jahre die Energie, die Zeit, ein bisschen Finanz und die Commitment machen, sodass wir nach den 5 bis 10 Jahren niemals Stress haben, Sorgen haben über, kann ich das erlauben, habe ich Budget dafür oder whatever. Man muss erst etwas machen, um dann etwas zu bekommen. Das ist wie ein Business. Ja? So, ich werde sagen, ich glaube, wir sind am Ende dieser Call. So, wenn die Rebecca und die Claudia und die Iris und die anderen Powerfrauen und Powermänner sagen, wir sind fertig, dann werde ich ein letztes Statement machen. Zwei letzte Statements. Eins ist,
Wie gesagt, Claudi, wir sind sehr stolz. Du bist die Nummer 1 Einkommen-Earner in Deutschland. Du hast ein Ziel gemacht, du hast einen Plan gemacht, du hast tägliche Actions unternommen und du hast dupliziert mit ihrem Team, wie gut es möglich. Und du hast das Ziel erreicht. Aber das ist nur der Anfang. Der nächste Ziel, ich bin neugierig, was ist Ihr nächstes Ziel? Aber die Jessica und ich, wir haben schon ein Ziel Da für bin dich ich die Nummer aufgemacht. eins. Ja, genau. Aber ich müsste auch Next Level gehen mit die Claudi, weil Claudi, unser Ziel für sie, für you zum Beispiel, ist, dass du auch ein Top 20 Einkommen-Earner in Europa bekommst. Das ist die Next Level. Ja? Jetzt ist die andere Person ist drei, die ist Nummer 2 oder 3. Aber jetzt, nächste Schritte, Top 20 Europa, Claudi. Und zum anderen, ich werde sagen, vielen Dank, weil wir sind allen ein Unterteil von das Erfolg. Ja, wir machen allen Energie, wir machen allen Input, wir nutzen alle die Training. Auch die Leute, die die Aufnahmen angucken, das ist auch gut. Life is better, aber wenn nicht möglich, gucken die Aufnahme. Wenn du hast die Möglichkeit, diesen Samstag bei das Event in Düsseldorf dabei zu sein, mach es. Mach es. Wenn du sagst, ich habe nicht die Möglichkeit, okay, aber du kannst immer noch Interessenten einladen oder Teammitglieder einladen, die vielleicht da doch bei sein können. Das werde ich sagen. Und dann werde ich sagen, nächste Woche, Dienstag, unser Teamkurs wieder da. Für jetzt, vielen Dank, tschüss, viel Spaß und morgen fangt an mit die Collagen, die Adaptogen Elixir. Das ist ein Limited Edition. So, kaufe die Adaptogen-Elixir, das ist richtig gut für Anti-Stress zum Beispiel. Okay, tschüss, schönen guten Abend allen, liebe Grüße.